Was sich da so cool drehen lässt? Ja, nicht wirklich, ne? Nur so hinten dran. Der ist etwas kurz. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu City Skylines. Mein Name ist der Ed von netgaming.tv. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, beim letzten Mal haben wir hier unser, unser kleinen Vorort weitergebaut. Sprich, dort, wo unsere erste Zugverbindung hinführt. Ja, ich habe noch keinen Namen für diesen Platz. Wir haben ein bisschen was angelegt, Häuser gebaut und haben festgestellt, dass wir hier Überschwemmungsgebiet sind, denn wir haben hier, ja, zwei Staudämme gebaut und das bereitet doch dann teilweise ein bisschen Probleme und darum wollen wir uns jetzt mal kümmern. Unter anderem brauchen wir jetzt eine Versorgung für den Müll hier drüben und mal gucken, ob wir das hier irgendwie packen, dass wir hier eine Straße langlegen, zumindest schon mal eine mittlere oder sowas, dass wir hier rumkommen. Anscheinend geht das, dass wir hier drauf kommen. Denn hier würde ich gerne die Versorgung starten. Sprich, Industrie aufbauen und. Und das machen wir jetzt mal. So, ich denke mal, das reicht erstmal. Und dann geht es hier los. Strom haben wir ja überhaupt kein Problem. Aber wir wollen jetzt mal ein bisschen für Action sorgen. Sprich, Mama, ich möchte es gerade haben. So. Und so. Wirklich versuchen gerade. Gut. Denn jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Wir haben hier so richtige Werkstoff-Sachen. Glas, Gipsum, was immer das auch ist. Aluminium, Plastik, ist das ja auch dazu? Ne, das ist das Normale. Und die würde ich ganz gerne hier mal richtig cool hinbauen. Fangen wir an mit dem Glas. Zack. Danach Gipsum. Oder passt hier irgendwas hin, was sich da so cool drehen lässt? Ja, nicht wirklich, ne? Nur so hinten dran. Der ist etwas kurz. Was ist das hier? Glas. Hatten wir ja, glaube ich, schon. Wartet mal. Das müssen wir mal genau passen. Wir haben Glas, wir haben Paper. Okay, wir haben das. Damit das Ganze ja möglichst auch zusammenpasst, würde ich das schon gerne so bauen, damit es optisch gut aussieht. Also, wir haben Paper, wir haben Glas. Was ist mit Plastik? Plastik ist etwas kleiner. Gipsen ist etwas größer. Das passt dorthin. Wunderbar. Dann haben wir noch Glas. Das hatten wir ja schon. Das ist das normale. Aluminium. Können wir dort noch mal mit hinbauen. Und ja, ich glaube, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das Plastikzeugs. So, dann haben wir hier fettes Recycling Center. Aber wirklich übelst groß. Aber mir gefällt's. So, machen wir das Ganze noch mal schick. Also wunderbar. Und dann geht hier die Post ab. Gut. Hier drüber fahren sie rein. Eventuell mache ich das als Einbahnstraße. Und hier irgendwie, ich weiß nicht, ob es geht, kann man nicht rüber. Aber eventuell kann man ja unten drunter. Obwohl bei Wasser keine so gute Idee.
Und geht's noch höher? Man kann drüber hinweg. Zumindest so halbwegs. Wort ist bereits belegt. Ah. Okay. Gehen wir hier drunter. Klippen da an. Gut. Einer raus, einer rein. Das Ganze haben wir hier keine... Ach, jetzt haben wir da keine... Ja, das ist ja mal richtig doof jetzt. Ich kann es nicht als Einbahnstraße machen. Shit, 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 shit. Shit. Gibt es ja halt noch ein bisschen davon. Wasser haben die hier auch noch nicht. Strom kommt. So. Das heißt, wir haben jetzt hier Müllabfuhr. Und theoretisch düsen sie jetzt schon los. Hä? Achso, die müssen... Ja, das ist ja auch doof. Das ist ja immer richtig doof. Weg. 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 Und weg, bitte. Machen wir so. Oh, die düsen los. Ja, okay. Gut, läuft. Immer eine etwas leicht krumme Brücke. Sieht ja irgendwie ein bisschen scheiße aus, oder? Mal ganz ehrlich, Leute. Gefällt mir nicht wirklich. Da müssen wir nochmal ran. Da müssen wir nochmal ran. Es ist, suboptimal. Nee, das geht nicht. Lass die da. Dann kommt hier nur eine Einbahnstraße rüber. Machen wir es nämlich anders. Gehen wir hoch. Bisschen ranzoomen. Okay, bisschen steil. Na? Ah, es ist natürlich ärgerlich mit der Hochwasser. Es ist ja so ärgerlich. Kommt da nicht rüber. Ah, Gott, ey, wenn man mal was bauen will und das funktioniert nicht, ne? Zack, kommt da nicht rüber. Okay, da sind ja zwei Straßen. Okay. Das heißt, wir müssen schon mal vorher höher. Wäre die Straße dort nicht, würde es wahrscheinlich gehen. Machen wir es anders. Gehen wir so hoch. Okay, gehen wir so hoch. Gehen wir jetzt... Wieso wird denn das jetzt hier tiefer? 13, 15, 24... Machen wir so. Zwar mit einem kleinen Knick drin, aber... Okay. So, hinten raus, vorne wieder rein. Okay, so, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier schlau verbinden. Passt natürlich nicht. Okay, da gehen wir mal einen tiefer.
Eieieiei. So ein kleines Eckchen und es macht so viel Arbeit. Das ist der Hammer. Oh, passt. Gut. Warum hast du da hinten keinen Strom? Bap, 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 bap. Komm. Hol dir jetzt, was du brauchst. Hier werden ja wohl die Leute jetzt einziehen. Denke ich mal. Sollte laufen. Gut. Dann haben wir da das Problem gelöst. Versorgung steht. Hier hinten. Wie ist es mit der Oberschule? Gefällt mir noch nicht. Gehst dahin. Parktechnisch müssen wir hier auch mal nachlegen. Die sind ja sowas von unzufrieden. Was haben wir denn da? Was können wir denen mal geben, Gutes? Wir könnten denen natürlich auch ein Stadion beziehungsweise mal so ein bisschen ja, einfach mal so ein bisschen. Wo ist es denn? Ich scroll mal durch. Ich hatte doch hier was. Das war's nicht. Das war's auch nicht. Meckes. Ach ja, warum nicht? Neben der Schule. Können wir den durchaus geben? Wo war das denn jetzt? Wo war es denn? Wo war es denn? Netto? Ist immer gut. Belltower Park. Soll ja nicht zu übertrieben hier wirken. Was ist das denn? Barcelona? Oh. Roller Coaster Park. Suche was ganz Bestimmtes. Ich weiß bloß nicht, wo es habe. Das ist immer so ein Problem. Deswegen dürfte mir das jetzt gerade mal nicht nachsehen. Boah. Fernsehturm. Wäre hier eigentlich Verschwendung. Siegessäule. Noch eine Siegessäule. Tja, schauen wir doch mal. Irgendwo haben wir es. Wahnsinns viele Hochhäuser, die man hier so hat. Na los. Wenn es hier nicht ist, ist es bei den Parks. Davon gehe ich jede Wette ein. So, ich wollte ja nämlich was Dekoratives in den Kreisel reinstellen. Das ist so gerade mein Plan. Aber ich muss erst gucken, wo ich es habe. Casino ist zu übertrieben im Moment. Na los. Na, hier ist doch schon mal was. Zack. So, die werden hier zufriedener. So eine kleine Toilette, was ist das? Hessburger. Machen wir hier noch mit hin. Obwohl das eigentlich auch gut zum Bahnhof passt da hinten. Toilette. Und ein Burger King. Wenn wir den hier irgendwie noch hingequetscht bekommen. Dort. Okay. KFC? Ne, kriegen wir leider nicht hin. Haben wir noch ein WC? Ja, ein WC kriegen wir hier auch noch hin. Gut. Das heißt, wir haben die jetzt schon mal ein bisschen zufriedener gemacht. Wasser bitte noch.
So. Passt, wackelt und hat Luft. Sehr schön. Wie sieht's denn hier aus mit der... 50 Passagiere immerhin. Das ist doch schon mal ordentlich. Das ist gut. Was hast du für ein Problem? Nicht genügend Verkaufswaren. Ah ja, okay. Alles klar. Nicht genügend Verkaufswaren. Okay, dafür heißt, das heißt, wir müssen produzieren. Das verstehe ich jetzt nicht, warum die hier... Baut doch mal Industrie hier auf. Dann klappt das doch auch. Mit den Verkaufswaren. So, zack, zack, zack. Ja. Machen wir das hier hinten komplett dicht. Dann ist das hier gestillt und nach hierhin wird es dann wieder dichter mit Hochhäusern. Zack. Und jetzt müssen wir uns noch darum kümmern, dass wir hier einen Andockpunkt finden für die Autobahn, dass wir auch direkt da hinkommen. Weil die sind ja jetzt noch auf sich alleine gestellt im Moment. Und das soll sich ja jetzt ändern. Mal gucken, dass wir hier irgendwie... Oder direkt in den Kreisel. Tja, oder wir bauen hier eine Auffahrt. Tja, was tun? Was tun? So. Da kann er rauf. Da kann er runter. Wenn er denn mag. Jetzt muss das Ganze natürlich noch... einmal runter. Einmal rauf, ne? Genau, und jetzt muss das Ganze runter. 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 Und das passt nicht ganz. Einmal. Na. Nee, das ist... Komm schon. Hallo. Ah doch, okay. Dockt an. In Ordnung. Hoch. So. Gut. Damit steht die Verbindung. Erstmal. Hier wird es mit Sicherheit gut abgehen. Das heißt, wir haben jetzt direkten Zugang zur Autobahn. Und zu den anderen Städten. Wir werden es hier richtig... Boah. Was ist denn hier los? Mein lieber Gesangsverein.
Langsam wird's heftig. Die wollen alle dahin. Ja, eventuell können wir denen ja eine Abhilfe schaffen schon mal. Dass wir das Ganze hier entlasten. Dass wir... Komm von da. Dass wir einfach hier oben lang gehen. Und hier rein, oder? Gucken wir mal. Vielleicht gefällt Ihnen das, ja? Dass wir hier den Kreis ein bisschen entlasten. Weil es scheinen ja doch einige da lang zu wollen. Gucken, ob das wer nimmt. Komm schon. Wenn nicht, war es ziemlich blöd. Die meisten wollen dann dahin. Und hier will noch keiner fahren. Finde ich jetzt etwas verwirrend. Weg. Dass hier noch keiner fährt. Weil die doch alle... Kommt eine ganze Menge, ne? Vor allen Dingen von der Bahn. Und die wollen ja alle da ziemlich rüber. Das heißt, wir könnten doch theoretisch auch eine Abfahrt machen. Nur eine Abfahrt. Schon mal von... Nee, wartet mal. Das ist ja doof. Wartet. Das müssen wir anders machen. Wenn, dann soll es ja gut aussehen. Dass wir hier eventuell schon runter können. Mal gucken, was passiert. Ob sie es nutzen. Aha. Ah, okay. Jetzt fahren sie dann doch schon mal da ein bisschen lang. Dann können wir das Ganze schon mal etwas entlasten. Wie sieht es denn hier aus? Ah, wird langsam. Wird langsam. Okay, zum Unigelände, okay. Alter Verwalter. Okay, den haben wir jetzt etwas entlastet. Ist in Ordnung, so soll es ja sein. Hier hinten. Guck mich gerade nochmal um. Ich weiß, ist nicht ganz so spannend, aber wir müssen ja auch dafür sorgen. Wieso haben wir hier schon wieder Müllprobleme? Verstehe ich gar nicht. Nicht genug Müll hier oder was ist hier los? So. Dann kriegst du halt nochmal eins. Da habe ich doch keinen Schmerz mit. So. Das müsste aber reichen. Theoretisch müsste das für die Versorgung reichen. Gut. Aber mal gucken, ob wir hier irgendwie noch eine Straße runterkriegen, die direkt dorthin führt. Wollen wir das noch schnell machen? Eine kleine Straße? Machen wir, ne? Warum nicht? Ist ja für den guten Zweck. Dann können sie schneller da hoch. Und dann sollte das hier oben auch funktionieren. Hoffe ich mal. Gut. Wie sieht's hier aus? Wassertechnisch? Sieht's gut aus. Okay, das haben wir unter Kontrolle. Das Wasser hier haben wir sowieso unter Kontrolle. Jo.
Dann können wir ja noch ein paar Häuserchen bauen. Na, zack, zack. Ein paar Einwohner. Schadet ja nie. Hinten dann auch noch. Zack. Ja, zack, zack. Überall so ein bisschen noch was hin. Zack, zack. Bam, bam. Einkaufsmöglichkeiten gibt's hier dann. Wasserversorgung kommt auch noch. Sorry, es wird gerade ein etwas längerer Part, aber ich denke mal, das kann man verkraften. Ich bin gerade so schön im Fluss drinnen, da möchte ich jetzt so ungern aufhören. Und deswegen... Ja. Weg. Blöden Kreuzungen weg. Die sind nur nervig. Weg. Hier hinten noch weg. Dann läuft das hier einigermaßen. Was hier natürlich noch fehlt, ist eine Busverbindung, das ist klar. Aber da legen wir dann eine exklusive Strecke direkt hier hin. Hier ist ja auch ein Wahnsinnsgewusel. Was ist denn hier los? Mein lieber Herr Gesangsverein. Das sehe ich ja jetzt erst. Boah. Mein lieber Scholli. Die wollen alle hier rein. Eventuell. Ich weiß ja nicht, wo die alle lang wollen. Das muss ich mir mal kurz angucken. Die wollen alle da lang. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Burner. Mega Stau. Überlege ich ja ernsthaft, hier eine Abfahrt zu machen. Vielleicht nutzt das ja jemand. Mal gucken. Oh, bis jetzt noch keiner. Die wollen alle darüber, ne? Die wollen alle dahin. Wie kriege ich das denn mal umgeleitet jetzt? Oh, was für ein Anblick. Guckt euch das mal an. Wunderschön. Ja, und ich würde sagen, mit diesem Anblick können wir auch für heute Feierabend machen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Denkt ans Feedback, ans Däumchen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich bin für heute raus. Macht's erstmal gut. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.